Herzlich willkommen, Lieben. Ich begrüße euch zu einem neuen Daily hier auf meinem Kanal. Schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Ich habe heute ein Paket von der lieben... Oh, Katharina heißt sie sogar. Ich glaube, hast du dich nicht als Katrin vorgestellt? Es tut mir leid, wenn ich irgendwas jetzt verkehrt sage. Katharina. Genau. Also, was ist das? Ich wurde angeschrieben. Den Kanal, den verlinken wir euch hier. Das ist jetzt blöd, wenn ich das jetzt per Telefon raussuche. Ich wollte jetzt kurz das raussuchen, aber das machen wir nicht. Wir verlinken euch das hier alles. Aber schön wäre trotzdem, wenn ich weiß, wie das Profil heißt, ne? Das würde ich euch denn schon gerne noch sagen. Wie finde ich das jetzt? Ja, okay. Nee, es wird jetzt, also, das wird jetzt so nichts. Das wird jetzt so nichts. Also, mich hat wer angeschrieben. Wir fangen einfach ganz locker und leicht an. Die Kamera geht jetzt eh gleich aus, also genug blamiert. Ganz locker und leicht. Mich hat wer angeschrieben, eine Person, die ganz lieb und nett, und sie macht Häkelnadeln spontan aus Fimo. Und sie hat aber eigentlich mit Häkeln nichts zu tun und hat mich gefragt, ob ich nicht Interesse hätte, von ihr eine Nadel zu testen. Sie verkauft sie noch nicht, soweit ich das verstanden habe. Sie will erstmal ein bisschen herumtesten und herumexperimentieren, und unser Testvideo ist das heute quasi. Ja, also ich packe mit euch die Nadel einmal aus. Ich kenne sie nicht. Sie hat gesagt, sie fertigt mir eine Wunschnadel an. Ich kann mir was wünschen. Ich weiß nicht, ich habe mir halt das Japan-Thema wieder gewünscht und Kawaii und ja, niedlich halt, ne? Ich mach's mal kurz auf. Und sie war auch super schnell. Also wir haben irgendwie geschrieben miteinander und gefühlt eine Woche später hat sie mir dann erzählt, dass die Nadel unterwegs ist. So sieht es aus, wie das ankommt. Super cool. Aha. Okay, ja, alles klar. Ich soll erst die Nadel auspacken, weil da ist noch eine Überraschung drin. So, wir haben hier, ich bin deine persönliche Blossom Night, Häkelnadel 3 mm. Da steht's. Und Bommel ist auch total aufgeregt. Ich bin auch aufgeregt. Man sieht gar nichts. Ja, das ist schon so super professionell. Was ist da los, Leute? Oh nein! Und... Oh Leute, hast du, haltet euch fest, ich war schön, ne? Guckt mal. Oh nein. Ist die mega, mega, mega hübsch. Vorne ist er so platt, das heißt, dass du sie besser halten kannst beim Häkeln. Bei mir ist es ja leider so, ich mit meiner Löffelstellung. Aber ist das nicht mega? Also sie kommt aus dem Bereich Tortenbacken, hat sie mir erzählt, und eine Freundin wollte eine Häkelnadel haben. Und das ist richtig, richtig, richtig hübsch. Ich freue mich riesig. Über so eine coole Nadel. Stimmt's, Bommel? Ja. Also vielen, vielen, vielen lieben Dank, auch dass du mich angeschrieben hast, ob ich gerne eine Nadel testen würde. Ich freue mich riesig. So sieht die Nadelspitze aus. Und natürlich testen wir das.
Und das ist ja wohl mal ein richtig cooles Unikat für meine, naja, wisst schon, Sammlung, ne? Glow in the Dark. Na toll. Wie nehme ich denn das jetzt auf? Der Mond, der leuchtet in der Nacht. Ja, wie cool. Ich freue mich. Okay, genug. Also, ihr habt gesehen, das, was drauf stand. Erst Nadel auspacken, dann Umschlag öffnen. Habe ich getan. Habe ich getan. Ich war so freundlich. Oh, da ist er. Kommt das Foto. Okay, also Kathi von Pulli Clay Hacks. Hooks, danke. Pulli Clay Hooks. Jetzt suche ich euch vor, dass, ja, wie gesagt, das ist auch überall verlinkt, aber da haben wir es jetzt. Ne? Ja, ich freue mich auch riesig, sie zu testen. Ich bin super gespannt. Wir fangen auch gleich an, was zusammen zu häkeln. Nee, fangen wir nicht an, gleich schwimmen. Okay, also. Aber das Profil zeige ich euch noch schnell. Poly Clay Hooks. Das ist. Ups. Sehr. Bei mir ist das immer ein bisschen unprofessionell, ne? Und das sind sie alle. Ich will da nicht drauf tippen. Mir macht das immer, weil ich zu doof bin. Ich bin zu doof zum Streichen gerade. Okay, naja, gut. Da könnt ihr es auch in groß nochmal angucken. Warte, welche nehmen wir noch? Die da? Oh, das flackert so schön. Nehmen wir die da noch? Ja, seht ihr nicht, mein Finger drauf. So. Sehr schön. Sehr cool. Ja, okay. Habt ihr das jetzt nochmal gesehen? Guck mal hier mit dem Wollknäuel. Ist auch mega hübsch, ne? Ja. Gut. Das heißt, ich suche mir jetzt ein bisschen Wolle zusammen, richte die Kamera aus und dann fangen wir zu an, was zusammen zu häkeln. Es muss eine rosane sein. Und natürlich, vielen lieben Dank für die niedliche Postkarte, das ist so süß. Die kommt natürlich mit in meine Fanpost, da freue ich mich doch tierisch drüber. Und ja, wir sehen uns gleich wieder im Anschluss. Bis gleich! So, bevor wir anfangen zu häkeln, eine Runde, habe ich noch mal was zum Einpacken für euch. Ich habe hier einmal die Claudia mit Latte Macchiato dreifach, Blockstreifen. Dann habe ich 14.000 Meliert. Und sie wollte noch die 14.000 als Verlauf, als Bobble haben. So. Der liebe Hans-Jürgen hat sich zweimal Avocado-Lassi gewünscht. Einmal Diana Löwenzahn meliert. So, nach dem Lottchen meliert 1 kommt Löwenzahn 2.0, 800 Meter. Vierfach. Und das war die Bestellung. Nächste Bestellung für die liebe Susanne gibt es zweimal die 15.000 Bobbel, 800 Meter und zweimal Sommernachtstraum 1300 Meter dreifach. Jetzt kommt was Größeres. Für Woolly Rabbit Design haben wir zweimal Avocado, nein Quatsch, ich fange nochmal an. Zweimal Matcha Latte, 1500 Meter dreifach
zweimal meinen Vorgarten, vierfach 1000 Meter. Einmal Sommernachtstraum. Und einmal ihren Gewinn vom Instagram, nämlich der Sonnenuntergang. 1300 Meter dreifach. So. Gut, und dann kommt noch die liebe Nadja. Sie hat zweimal die Mira. 600 Meter vierfach. Einmal Latte Macchiato vierfach. Und wir haben den Strandurlaub vierfach 1000 Meter. Wir haben den Froschgarten vierfach 1000 Meter. Und wir haben dein Eisdrache vierfach 1000 Meter. Jawohl, das sind die ganzen Bestellungen. Die packe ich jetzt einmal ein. Und dann sehen wir uns nachher nochmal zum Hygiene wieder. So, meine Lieben, da bin ich wieder. Nach dem Auspacken, Einpacken häkeln wir jetzt zusammen ein klassisches Dreieckstuch. Also ohne Muster, ohne irgendwas, einfach nur häkeln. Ja, weiß ich jetzt nicht, wie ich es beschreiben soll. Also ich habe mir ein Garn ausgesucht. Und zwar habe ich mir das Kawaii von mir ausgesucht. Das da. Das fängt halt an mit Violett, geht ins Candy rein und später geht's ins Kurkuma. Ja, auch Kurkuma ist ein bisschen meliert, wenn man das so ein bisschen anguckt. Sieht man das eventuell? Und da ihr schon länger gefragt habt nach Testen für Glitzergarn, habe ich mir jetzt gewickelt Violett mit lila Glitzer. Ja, ihr könnt ja die Beilaufgarne bei mir im Shop euch selber zusammenstellen. Das heißt, sie sind immer zweifach. Wir haben einmal diesen Glitzerfaden, den ganz dünnen, und einmal den normalen Faden. In diesem Fall ist es Violett. In diesem Fall ist es Violett. Ich wollte gerade Lavendel und Violett irgendwie zusammenmixen als ein neues Wortspiel, keine Ahnung. Davon habe ich mir 1000 Meter gewickelt. Im Shop sind auch zurzeit nur 1000 Meter zur Verfügung. Falls ihr mal mehr braucht, schreibt ihr mich vor eurer Bestellung einmal an. Und dann kläre ich das und wickle das einmal für euch und lade es dann zum Bestellen einmal hoch. Immer vorher ist ein bisschen günstiger, fragt mich ruhig. Es ist definitiv bei diesen Zweifachgarnen auch viel, viel mehr drin. Ich habe auch ein Zweifachgarn schon drin, was aus zwei Fäden besteht. Also ja, das ist dann auch bloß ein Beilaufgarn, ne? Aber es besteht aus zwei Fäden, hat dann keinen Glitzer, sondern zwei normale Fäden. Das ist auch möglich, ne? Ja, gut. Das wolltet ihr gerne mal sehen und deswegen habe ich mich dafür entschieden, dass wir heute mal den Glitzer-Bobble gleich mit verwenden. Er fängt wie immer so an, wie ich es nicht geplant habe. Nicht dran ziehen ewig, sondern einfach nur mal kurz so aufribbeln. Genau. Dran ziehen ist verkehrt, da zieht ihr euch bloß einen Knoten rein. Jetzt muss ich aber mal gucken, dass ich hier mal in die Kamera reinkomme. So. Nehme ich das beides zusammen und dann kann man das zusammen verhäkeln. So. Wir fangen mal an mit unseren klassischen Knoten. Ich weiß jetzt auch nicht, ob ich zu dem Tuch eine Anleitung auf dem anderen Kanal machen werde. Das werdet ihr dann merken irgendwann mal. Ja, so.
Wir fangen einmal an. 3 Luftmaschen. Damit haben wir 4 Luftmaschen. Also ich habe jetzt 4 in der Hand. Gehe in die erste Luftmasche, die ich gehäkelt habe, und mache eine Kettmasche. Und dann habe ich diesen Knudel. Man muss das nicht mit einem Luftmaschenring machen, man kann das auch mit dem Magic Ring machen. Ich bin aber kein Freund von dem Magic Ring. Deswegen häkle ich meistens so. Das könnt ihr euch aber auch so aussuchen, wie ihr das möchtet. So, dann häkle ich 4 Luftmaschen. So, dass ich 4 Stück habe hier. Und dann 6 Stäbchen. Das will ich nicht. Am Anfang ist das immer mal ein bisschen friemelig, aber mit der Zeit geht das schon. Das Kawaii-Garn ist ein Dreifachgarn, deswegen geht es mit dem Glitzergarn da ganz gut. Dadurch habe ich ein normales Vierfachgarn. Die Nadel hat eine Nadelstärke von 3 mm. Ja. 1, 2, 3, 4, 5. Und ich mache noch 6 Stäbchen. Also 1, 2, 3, 4, 5, 6. Dann mache ich 2 Luftmaschen und häkle wieder 6 Stäbchen nach oben. Eins. Zwei. Eins, zwei, drei, vier, fünf und 6. Ups. Eine Luftmasche und noch ein Stäbchen. Wenn hier sowas kommt, einfach zurückziehen und dann ist das wieder gut. 4 Luftmaschen, Arbeit wenden. Hier in den Zwischenraum, der da entstanden ist, häkeln wir 2 Stäbchen. Und jetzt in jede Masche ein Stäbchen. Das müssten 6 Stück werden. Also 6 Maschen, ein Stäbchen. Dann 2 Stäbchen in die Spitze, also da, wo die Luftmaschen sind. 2 Luftmaschen und 2 Stäbchen nochmal da, wo die Luftmaschen sind, hinein. Nun häkeln wir wieder die 6 Stäbchen nach oben, 6 einzelne Stäbchen. Einmal Kakao. Ups. Und dann kommen wir hier hinten an. Da ist so ein Zwischenraum. Und da häkle ich auch noch mal 2 Stäbchen rein. Eine Luftmasche und ein Stäbchen.
So sieht das Ganze aus, ein klassisches Dreieckstuch. Und wie gesagt, wir machen kein Muster, wir arbeiten jetzt die ganze Zeit immer diese Reihe, die wir eben gehäkelt haben. Und ja, nehmen immer pro Seite, also wenn ich von Seite rede, rede ich von hier oben bis nach da unten, bis zur Spitze, bis zu den zwei Luftmaschen. Das ist meine Seite. Davon rede ich, wenn ich von Seite rede. Wir nehmen pro Seite immer vier Maschen dazu. Das heißt, hier vorne zwei und hier hinten zwei. Für das ganze Tuch sind es dann logischerweise acht Maschen pro Reihe. Also wenn eine Reihe ist, dieses komplette Ding. Und wir häkeln die ganze Zeit in Hin- und Rückreihen immer dasselbe Muster. Okay, so sieht das jetzt aus. Ich werde jetzt das noch ein bisschen im Schnelldurchlauf laufen lassen, dann könnt ihr noch ein bisschen zugucken, aber so mehr passiert da bei dem Tuch nicht. Thank you.
Hallo. Hi, da bin ich wieder. Ja, wir wollen zusammen noch die Nadel einmal auswerten. Ihr habt ja gesehen, ich habe mit... Ja, du darfst die ruhig die Nadel filmen, nicht mich. Ich habe damit gehäkelt und es hat super funktioniert. Ich muss sagen, liebe Kathi, dafür, dass du keine Häkelerfahrung hast, hast du das richtig super gemacht. Weil dieses, dass das so lang ist, das ist perfekt. Ja, also das, dieser Nadelschaft zur Nadelspitze, der muss unbedingt lang sein, weil die allermeisten Häkler das so ausnutzen. Es gibt auch ein paar, die das nicht machen. Ich glaube, das sind die in Richtung Amigurumis. Ich kann mich aber auch täuschen, weil ich kenne mich mit Amigurumis nicht aus. Ja, also mit der Nadel ist es super perfekt. Du kannst super gut damit häkeln. Also wie gesagt, dafür, dass du eigentlich nicht aus dem Fachrichtung kommst und das eigentlich gar nicht so richtig einschätzen kannst, worauf es ankommt bei Häkelnadeln, ist es richtig gut gelungen. Auch der Griff liegt super in der Hand. Ihr habt es ja gesehen, ich habe ja extra ein bisschen länger gehäkelt damit, damit ihr das sehen könnt, dass ich damit gut häkeln kann. Auch mit der Nadelspitze, auch wenn da einige laut rufen, warum auch immer, kann man damit auch richtig gut häkeln. Was wahrscheinlich sein wird, ist, dass die Nadelspitze die Farbe mit der Zeit verlieren wird, wenn man gerade länger damit häkelt. Ich weiß jetzt nicht, inwiefern das mit dem Fimo und mit der Lackierung passiert, aber auch das kann man sich zur Not alles nochmal nacharbeiten. Ja, also wenn das hier die Lackierung irgendwann ab ist, dann lackiert man sich das eben wieder hier unten ein bisschen neu und dann ist das auch wieder schick und die Farbe vom Fimo sollte auch halten. Also, sehr, sehr schöne Nadel und sehr, sehr schickes Design und vor allem sehr viele andere schicke Designs. Also ich hoffe echt, du machst dich wirklich damit selbstständig und verkaufst die Nadeln. Ich denke, das wird super funktionieren. Ich bin nochmal auf Nachtleuchten gespannt. Es sind jetzt 3 Tage später. Ich habe es noch nicht geschafft zu gucken, ob sie wirklich nachts leuchtet. Beziehungsweise ich habe einfach nicht dran gedacht. Ja, also vielen, vielen lieben Dank, dass ich die Nadel testen durfte. Ich hoffe, du freust dich über das Video und dass es dir gefällt. Nochmal kurz Eigenwerbung. Wie gesagt, wir haben ein ganz klassisches Dreieckstuch nur angehäkelt, um das Glitzer zu testen. Das Glitzer und die Nadel. Und so sieht das jetzt aus. Ja, und ihr habt gesehen, am Anfang kommt es so ein bisschen knuddelig raus. Das ist nicht schlimm, das passiert wahrscheinlich, wenn die Bobbel so zusammenfällt, dass sie eben zu nah und zu fest aneinander hängt. Das ist aber beim Zweifachgarn immer so, es ist immer ein bisschen fester. Jetzt funktioniert es gut, also ich sag mal so, ab der 4. Reihe, 5. Reihe, kommt es locker fluffig raus. Kann sein, dass wenn ihr das Projekt eine Weile hinlegt, dass dann sich die Bobbel wieder zusammenzieht in der Mitte und dass das am Anfang wieder so ein bisschen knuddelig rauskommt. Wenn das knuddelig rauskommt, dann ziehe ich nicht die ganze Zeit an diesem Faden. Nein. Ich versuche, das Knuddelige ein bisschen auseinander zu puffen. Mehr nicht. Nicht dran ziehen, nicht rausziehen, nichts, gar nichts. Einfach nur, was der Puffel zusammengeknuddelt ist, einfach mal so ein bisschen auseinanderziehen, dass das wieder Luft hat und atmen kann und dann weiter häkeln. Um Gottes Willen, zieht da nicht dran, weder an den Faden noch an das Knuddelige, was da rauskommt. Weil das ist alles, dann habt ihr eure Wollkotze und das wollen wir vermeiden. Im Übrigen habe ich das manchmal auch mit den Bobbeln, dass die gerade, wenn die länger gelagert sind, also länger standen, nichts passiert ist damit, dass die sich in der Mitte so befestigt haben, dass die erstmal sehr schwer rauskommen und eventuell mal so ein Knuddel mit rauskommt. Wie gesagt, wenn das passiert, einfach nur mal auseinanderziehen die beiden Knuddeln und nimmst den Knuddel so in der Hand, hast den Faden so und den Knuddel so in der Hand und ziehst es so ein bisschen locker, fluffig. Mehr nicht, nicht dran ziehen, nichts, gar nichts. Einfach nur, dass das wieder fluffig ist und dann weiter häkeln. Natürlich muss das Fluffige verhäkelt werden, ne? Also da jetzt dann sagen, gut, jetzt habe ich keinen Bock mehr, ich häkle nicht weiter, funktioniert dann auch nicht so gut, also ruhig zu Ende häkeln. Okay, ihr Lieben, damit beende ich das Daily für heute. Ich hoffe, es hat euch wieder gefallen. Ich freue mich über Däumchen, Kommentare und Abos. Und wenn ihr morgen wieder einschaltet, macht's gut, ihr Lieben, bis morgen.